Guten Morgen und herzlich willkommen nicht nur zur neuen Börsenwoche, sondern auch zum neuen Börsenmonat. Und eigentlich sah es lange Zeit so aus, als ob wir relativ verhalten in das letzte Quartal des Jahres starten würden. Vorgabenseite aus den USA eigentlich nicht vorhanden. Dort Stillstand, man tritt auf der Stelle in Asien. China, Hongkong wird gar nicht gehandelt, Feiertag. Aber in Japan wird gehandelt und der billige Yen befeuert hier den Nikkei und dort geht es weiter nach oben. Da hatten wir schon ein 27-Jahres-Hoch gesehen und das ist jetzt noch einmal getoppt worden. Ja, wir haben eine gute Nachricht, die richtig gut am Markt ankommt und das ist das Thema Linde Fusion mit Praxair. Angeblich hat jetzt China Ja gesagt. Das wird entsprechend am Markt gefeiert und der DAX springt nach den ersten 45 Handelsminuten über 12.300 Punkte. Ja, wir haben noch weitere gute Nachrichten und zwar Kanada sagt jetzt Ja. Es gibt wohl ein neues Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und eben Kanada und auch bei ThyssenKrupp. Da knallen jetzt so ein bisschen die Korken. Der Aufsichtsrat streicht das Attribut Interimschef bei Guido Kerkhoff. Aus dem ehemaligen Finanzvorstand wird jetzt der CEO. Und das sind die Top-Themen des Tages. Eines hatte ich ja schon angekündigt, das möchte ich jetzt etwas weiter ausholen und ausgreifen. Und zwar ist es das Thema Linde, die Fusion mit Praxair. Es gibt noch wenige Hürden und eine Hürde ist jetzt aus dem Weg geräumt worden. China sagt Ja zu dieser großen Fusion. Die chinesische Wettbewerbsbehörde hat diesem Zusammenschluss jetzt zugestimmt. Und als letzte schwere Hürde gilt eigentlich das Platzett seitens der USA. Die Zeit läuft so ein bisschen ab, denn laut Wertpapierhandelsgesetz muss die Fusion bis zum 24. Oktober durch sein, sonst passiert da eben gar nichts. Mit rund 28 Milliarden Euro Jahresumsatz würde man dann ein Viertel des Weltmarktes beherrschen. Also keine so ganz kleine Nummer, aber heute schon mal das grüne Licht auch aus China. Weitere wichtige Themen. Tesla-Chef Elon Musk kommt mit einem blauen Auge davon. Er hat sich ja angelegt nicht nur mit dem Markt, sondern mit der sehr mächtigen und einflussreichen SEC, der Börsenaufsicht. Jetzt übers Wochenende hat man sich wohl geeinigt. Er muss den Vorstand des Verwaltungsrats abgeben, muss also ein bisschen seiner Macht abgeben. Aber dieser ganz große, schwere Kelch, dass er auf Lebzeiten verbannt wäre aus den Chefetagen von börsennotierten Unternehmen, dieser Kelch geht an ihm vorbei. Gut, er muss auch noch eine ordentliche Strafe zahlen. Das wird er verschmerzen. Insgesamt kommt die Meldung am Markt gut an. Die Tesla-Aktie erholt sich kräftig. Und Ryanair nach dem Streik und mit den hohen Kerosinpreisen gibt es jetzt hier eine Gewinnwarnung. Man kommt irgendwie raus bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro statt 1,25 und 1,35 Milliarden. Nicht nur Ryanair, sondern auch Lufthansa verlieren. Schnell die Zahlen des Tages. DAX startet etwas verhalten, dann geht es aber ordentlich nach oben. Dow Jones hatte ich angesprochen. Euro, ui, sehr, sehr schwach. Und beim Goldpreis, da bleiben wir auch relativ moderat. Es geht nochmal ein bisschen nach unten. Bis später.